ein detailliertes Konzept, um neue Mitglieder willkommen zu heißen? Die Freiwillige Feuerwehr Piflas hat es. Dass nachhaltige Mitgliedergewinnung ein wichtiges Thema ist, wurde hier schon früh erkannt. Also unsere Jugendfeuerwehr existiert seit 1997, seitdem betreiben wir die Jugendarbeit. Und wir haben damals schon erkannt, dass man mit der Jugendarbeit anfangen muss, weil man sonst irgendwann ein Problem kriegt im aktiven Dienst, dass die Mitgliederzahlen einfach schwinden und wir keine Ausrücksicherheit mehr, keine Tagesalarmsicherheit mehr erreichen können. Und dadurch haben wir die Jugendfeuerwehr gegründet. Es gibt viele Möglichkeiten, interessierte Personen anzuwerben. Ein strukturiertes und durchdachtes Konzept macht dies natürlich noch effektiver. Die Mitgliedergewinnung geschieht bei uns auf verschiedenen Ebenen, sage ich mal. Natürlich gibt es das Internet, um die ersten Informationen zu machen, aber wichtig ist uns vor allem der Kontakt, der persönliche Kontakt mit den Mitgliedern. Das geht schon los mit einem Martinsfest vom Kindergarten, mit dem Besuch der Schule, mit Ferienprogrammen, mit Besichtigungen. Weit bevor sie überhaupt zur Jugendfeuerwehr kommen, um das Interesse zu wecken, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich 12, jetzt gehe ich zur Jugendfeuerwehr dazu und jetzt kann ich was machen. Dann sind sie zwischen 12 und 18 in der Jugendfeuerwehr, werden vorbereitet, kommen dann ab 16, kommt auch schon die feuerwehrtechnische Ausbildung mit dazu, damit, wenn die dann 18 sind, kriegen die einen Pips überreicht und sind dann voll einsatzfähige Feuerwehrleute. Neue Mitglieder sollen schnell ins Feuerwehrleben eingebunden werden. Wichtig ist der Freiwilligen Feuerwehr Piflas dabei besonders die frühe Integration aller Altersstufen. Bei uns ist es so gegliedert, dass die Jugendfeuerwehr zwar eigene Übungen hat, aber trotzdem in den Übungen mit der Erwachsenenfeuerwehr oder mit den Großen mit eingebunden sind, um auch die Leute kennenzulernen und auch den Ablauf hier zum Sehen. Was ganz wichtig ist für uns, ist da immer, dass die Übernahme dann eine fließende Übernahme ist. Das heißt also quasi, die kommen aus der Jugendfeuerwehr raus und sagen dann nicht, ey, das sind jetzt lauter unbekannte Menschen vor mir, sondern die werden da eingebunden, auch in den ganzen Vereinsaktivitäten, wo sonst noch alles läuft im Verein, mit Ausflügen und sonst was. Da ist auf jeden Fall die Jugendfeuerwehr immer mit dabei, mit den anderen. Also das heißt also, die Feuerwehrfamilie kennt sich schon, bevor die überhaupt vom Jugendfeuerwehrbereich in den aktiven Bereich wechseln. Viele gute Ansätze, die auch andere Feuerwehren anwenden können, sind herausragendes Merkmal dieses Konzepts. Deshalb gratulieren wir der Freiwilligen Feuerwehr Piflas zum zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!